Ich bin jetzt hier mitten im Geschehen, mehr oder minder bei der Einsatzleitung in Reichenau an der Rax. Im Hintergrund sieht man es, dort werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Und einer, der diese Entscheidungen mittrifft, ist Oberst Stefan Reisinger vom Bundesheer, denn er koordiniert hier auch diesen Hubschrauber-Einsatz mit. Herr Reisinger, wie schaut das momentan aus? Wie viele Hubschrauber sind insgesamt im Einsatz? Wie viele Hubschrauber sind seitens des Bundesheers im Einsatz? Ja, es sind insgesamt bis zu 11 Hubschrauber im Einsatz. Das Bundesheer hat zwischen 4 und 5 Hubschrauber im Einsatz. Transporthubschrauber des Typs S-70 Blackhawk, Augusta Bell 212, Alouette 3 und heute einen Aufklärungshubschrauber UH-58 Kiowa. Die Blackhawks sind ja die stärksten und modernsten Hubschrauber, die das Bundesheer jetzt auch hat. Ich habe gehört, da sind irrsinnige Unterschiede zwischen den Hubschraubern, was die transportieren können, welche Massen an Wasser. Was kann der Blackhawk und im Vergleich dazu, was kann ein Polizeihubschrauber zum Beispiel? Weil es ist ja dann offensichtlich, wenn man sich das anschaut, wenn die fliegen, die einen haben kleine Löschbehälter dran und der Blackhawk riesige. Ja, das ist natürlich in der Natur der Sache bedingt. Ein mittlerer Transporthubschrauber wie der S-70 Blackhawk, der transportiert 3000 Liter Wasser hier im Feuerbekämpfungseinsatz. Bei den Polizeihubschraubern variiert es zwischen 1000 und 600 Litern. Aber es macht natürlich in der Natur der Sache einen Unterschied von der Natur her, Transporthubschrauber oder sonstige Zwecke. Das heißt, absolut wichtig hier, um diese Wassermassen eben auf die Brandstellen abzuwerfen. Die prasseln dann wirklich rauf. Ich habe das zuerst eben sehen können, wie das da abläuft. Und die Hubschrauber wirklich, und das ist das Faszinierende, die sind perfekt koordiniert. Die fliegen im Minutentakt oder im 50-Sekunden-Takt hier über unsere Köpfe, nehmen wieder Wasser in ihre Löschbehälter auf, fliegen auf den Berg und dann ist schon der Nächste da und fliegt auf den Berg, um eben jetzt zu versuchen, das Feuer irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und man muss dazu sagen, auf der B27 der Bundesstraße sind Großtanklöschfahrzeuge der Feuerwehr positioniert, um im Notfall eine Wasserwand zu errichten, um einen Flammenschlag auf die Seite der Rax, auf den Nebenberg mehr oder minder zu verhindern, dass es nicht dort dann auch noch weiter brennt. Aber wie gesagt, momentan starke Winde. Und natürlich, die Trockenheit ist natürlich ein Problem. Wie geht es den Hubschrauberpiloten mit diesen böigen, starken Winden da eigentlich? Das ist ja auch nicht ungefährlich. Die Hubschrauberpiloten sind Profis, sind erstklassig ausgebildet. Das gilt für die gesamte Besatzung. Die Piloten, die Techniker, da darf man gar keinen Unterschied machen jetzt, ob hier der Polizeihubschrauber fliegt oder das Bundesheer, das sind Profis. Und wir sind mit solchen Bedingungen bestens betraut. Wir üben solche Szenarien auch mit den Feuerwehren, um im Ernstfall bestens gerüstet zu sein. Ja, Claudia Danner, unsere Ministerin, hat sich ja heute auch hier selbst ein Bild gemacht und war auch von den Einsätzen des Bundesheers begeistert. Aber natürlich darf man auch nicht auf die Floriani-Jünger vergessen. Über 400 sind hier heute schon den ganzen Tag im Einsatz, um eben diesen flächenmäßig größten Waldbrand in Österreich zu bekämpfen. Soweit hier aus Reichenau an der Rax.